Herzlich willkommen bei Dragon City. Ich grüße den Kel Kowalski, den Henry Reaper und den Unti Vivian Steuser. Steuser? Ich hoffe, dass es jetzt so richtig ausgesprochen ist. Ja. Ich war lange überlegen, ob ich überhaupt ein Video mache oder ob ich warte, weil da gab es ein paar interessante Sachen am Start. Nämlich ein paar Drachen sind jetzt gerade fertig und ein paar meinte ich nämlich ganz bestimmte Drachen. Denn zum einen habe ich etwas Neues gezogen und das mit extrem viel Glück, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und dieses habe ich jetzt, ja, kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil das die falsche Kiste ist. Aber ich gehe mal ganz kurz hier auf diese neue Insel. Und hier gibt es bestimmt so eine Truhe. Genau, hier. Da ist nämlich eine schwarze Truhe. Und das vorige Event, da habe ich einen legendären Drachen nicht ganz geschafft, leider. Aber ich habe dafür eine Truhe, also diese Truhe quasi gezogen oder, ne? Und dann geöffnet und da drin war ein heroischer Drache drin. Und ich habe mich einfach gedacht so, das ist jetzt nicht wahr. Und zu diesem Zeitpunkt sind schon einige Drachen fertig gewesen. Habe überlegt, warte ich jetzt, bis dieser bestimmte heroische Drache fertig ist. Oder ob ich für ihn ein extra Video drehe. Und da ja, dass ich einen Lebensraum verbessern musste, hat es dann länger gedauert und somit habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich eigentlich auch den hohen Drachen dann auch in dieser Folge zeigen. Weil da war ja dann eh nur noch 11 Stunden, bis der fertig war und der Lebensraum war dann fertig. Aber oh mein Gott, diese 11 Stunden, das war jetzt nicht so tragisch, so lange zu warten. Ja, ist natürlich jetzt... Ich war echt überrascht, dass ich einen neuen heroischen Drachen gezogen habe. Aber es ist leider nicht den oder irgendeinen, den ich erwartet hätte. Aber zumindest haben wir noch einen heroischen Drachen gezogen. Und den wir in der letzten Folge gemacht haben, der kriegt doch heute einen Namen und der ist doch gerade komplett fertig. Er hat seine ganzen Elemente trainiert, er ist komplett fertig, ich kann ihn jetzt vollkommen einsetzen. Jetzt ist der nächste Drache dran. Ja. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht mal lange zu labern. Ja, ich glaube, jetzt sind hier noch ein paar, die haben leider jetzt keinen Platz mehr. Ist natürlich jetzt doof, dass... Ja gut, den könnte ich doch eigentlich ganz kurz mal, ich weiß, den platzieren und dann zurücksenden. Da wollte ich mich gerade sagen. Den habe ich nämlich schon, also kann ich den zurücksenden und damit habe ich dann den Platz für den heroischen Drachen fertig. Der müsste doch eigentlich jetzt weg sein, oder nicht? Oder muss ich jetzt... Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon. Okay, bei dem muss ich jetzt gucken. Vielleicht tausche ich dann... Warte mal, vielleicht tausche ich mal ganz kurz hier einen Drachen. Und dann muss ich dann irgendwie nach einem anderen Platz suchen. Den habe ich nämlich auch... Genau, den habe ich nämlich auch in eine legendäre Truhe gezogen. Mein Gott, ich ziehe jetzt ultra viele Drachen hier zurzeit. Stadtteildrache kann man kaufen. Nö, bis die heroischen Drachen da sind. So, ja, genau, diesen Läuferdrachen habe ich jetzt auch endlich geschafft herbeizurufen. Und hier wird jetzt auch ein neuer herbeigerufen, der ist auch schon fertig. Das ist der sogenannte Golem-Drachen, den habe ich auch noch nicht. Und ich glaube, jetzt habe ich soweit alle Drachen, denn das war, glaube ich, jetzt der letzte, den ich noch nicht habe. Okay, dann können wir die restlichen hier von den Zuchten nehmen, ja. Und ich glaube, ihr seht schon, welchen heroischen Drachen ich meine. Und das ist der hohe... Oh, warte. Zeige ich mal ganz kurz, bevor wir den... Und zwar ist es der hohe Kommandantdrache. Ich hätte mir ehrlich gesagt was anderes erwünscht, aber zumindest einen neuen hohen Drachen gezogen. Das ist schon mal was. Ich finde ihn jetzt nicht so brillant, muss ich sagen. Also vom... Es ist Geschmackssache. Aber ja... Genau, den habe ich jetzt gezogen und den werden wir auch heute machen. Da können wir jetzt noch hier so einen Zack machen. Ach, das können wir jetzt auch aktivieren. Können wir das aktivieren? Erst in 2 Stunden.
Vielleicht können wir ja was Cooles züchten. Ja, dann eher das hier. So. Ja, genau. Das bedeutet, ja, guck mal. Ja, guck mal, dieser eine Drache braucht ja nur circa 3 Stunden. Das ist also 4 Stunden. Das ist ja jetzt nicht so heftig krass. Aber das ist schon mal echt. Ich war sprachlos, als ich den, dass ich noch einen hohen Drachen gezogen habe. Es ist jetzt nicht D, es ist jetzt nicht irgendeiner. Es ist nicht irgendein ganz bestimmter. Ach, guck mal hier, da habe ich nämlich noch einen Vampirdrachen gezogen. Und der kommt auch heute dran. Der ist allerdings auch schon hier platziert worden. Also macht euch da keine Sorgen, dass der keinen Platz hat. Allerdings bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, welche Drachen ich noch habe. Also hier ist der, genau, hier ist der Vampirdrache. Aber eigentlich müsste ich noch ein paar mehr haben, soweit ich weiß. Es sei denn, ich kann mich auch total irren, aber eigentlich kann das ja nicht sein. Denn ich habe. Oh. Der verzauberte Drachen. Also ich werde jetzt auch nur den hohen Drachen auf Stufe 40 bringen. Die anderen werde ich nur auf, weiß nicht, auf 20 bringen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist der hohe der einzige, der auf Stufe 40 bringt, damit ich genügend Futter spare, nicht allzu viel ausgebe. Damit ich meine ganzen hohen Drachen füttern kann auf Stufe 45. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle schon mitbekommen habt, aber es gibt ein neues Update und das sieht man jetzt gerade hier schon. Ja, machen wir mal jetzt auf mal 30, wenn wir jetzt gerade schon so weit sind. Ich meine, das ist ein legendärer Drache, der muss etwas stärker sein. Ich meine, man kann die ja immer noch füttern, das ist jetzt nicht das Thema, wir wollen jetzt ein bisschen Futter sparen. Und zwar hier, Charakterplatz. Das kann man jetzt auch machen. Und zwar, hier sind all deine Vorteile. Weise einen Vorteil einem Drachen zu, um ihn zu benutzen. Erhalte die Wahrscheinlichkeit, seltsame Drachen zu züchten und schaltet mehr mögliche Nachkommen frei. Finde diesen Vorteil in Quest. 50 Maximum Bonus für den Drachen. Genau, da kann man dann verschiedene. Ach so, das kann ich jetzt. Ach so. Okay, das ist ja jetzt mal, ne? Das gibt es jetzt auch hier ganz neu. Da war ich auch erst gerade mal so, okay. Den Rattendrachen habe ich natürlich auch bekommen. Kann mich da, ich kann bei denen das. Ich kann bei dem das auch erhöhen. Genau, das ist der Rattendrache. Den habe ich auch in einer legendären Truhe gezogen. Mein Gott, jetzt hier zurzeit ziemlich viele legendäre Drachen. Was gut ist, wir erhöhen unsere Sammlung aber ganz schön. Und dann noch ein neuer hoher Drache. Also ich finde den ja eigentlich jetzt okay. Von den Elementen her passt das eigentlich ziemlich gut, aber es ist einfach Geschmackssache. Aber naja, gut. Meine, geht auch besser, aber es geht auch schlechter. Ich weiß nicht, irgendeinen anderen Drachen, den ich überhaupt nicht mag vom Design her, wo ich denke, boah, nee, bitte, ich möchte den bitte nicht haben. Ey, ich hab nichts dagegen, seine Attacken oder gegen seine Elemente, aber von dem Aussehen her sieht er jetzt nicht so brillant aus. Für meinen Geschmack aus. Und das ist der hohe Kypnenick-Drache, glaube ich, so heißt der. Oh, jetzt, oh, jetzt, oh, jetzt haben wir. Das mache ich aber gleich. Wir wollen ja jetzt erstmal die ganzen Drachen machen. Und wir fangen jetzt, glaube ich, an mit diesen Vampir-Drachen. Ja, es ist natürlich blöd, dass. Oh Gott, das muss ich jetzt bei jedem Drachen auswählen, oder wie? Oder kann ich? Ja. Dann ist man, glaube ich, mal eine Weile beschäftigt. Dann ist man eine ganz schöne Weile beschäftigt. Ja, den würde ich jetzt eigentlich auch gerne auf 40 füttern, weil die sind ja relativ sehr stark. Problem ist nur. Na gut, eine andere Wahl habe ich ja jetzt nicht, oder? Eine andere Wahl habe ich ja jetzt nicht. Der hochmütige Vampirdrache ist stolzes Mitglied der tödlichen Drachenliga überhaupt. Er ist einfach zu stolz, einen Kampf zu verlieren. Darum gibt er immer alles, um den Sieg sicherzustellen. Oh. Ja gut, den fütter ich jetzt auch nur auf Stufe 30 jetzt erstmal. Das reicht. Dann können wir jetzt den hohen Drachen machen. Und das ist der hier. Gut, dann will ich das mal jetzt auch. Keine Ahnung, was das
bringen soll. Heroische Drachen entwickeln sich auf Stufe 10 zu einem jungen Drachen und werden auf Stufe 20 erwachsen. Als Anführer einer Vielzahl von Operationen genießt der hohe Kommandantdrache großen Respekt. Doch er hat Regeln und die dürfen nicht gebrochen werden. Er spart sich seine tödlichen Angriffe für diejenigen auf, die es trotzdem tun. Und dann wirft er sie über Bord. Ach so. Also hat er so ein mega krasses Schiff, oder wie würde ich das jetzt bezeichnen? Na, geht das jetzt? Ach, der hat diese Spezialfähigkeit. Stimmt. Wie viele hohe Drachen haben eigentlich diese Fertigkeiten? Bestimmt nicht so viele, oder? Ich glaube nicht, dass es so viele hohe Drachen gibt, die das haben. Ich glaube nicht. Der könnte für den übrigens dann auch einen coolen Namen aussuchen, weil ich möchte das einfach gerne, dass ihr aussucht. Bei mir fallen da einfach keine ein. Ich weiß einfach nicht. Guck mal, wie viel Futter wir jetzt für Stufe 40 jetzt verballern. Deswegen wollte ich das nur bei dem jetzt machen. Der hat wahrscheinlich auch einen coolen Skin. Oder auch nicht. Ja, gut. Okay. Soweit wollte ich das jetzt eigentlich nicht haben, aber gut. Naja, ich habe das eigentlich. Ich habe sogar einmal das am einen Tag geschafft. Das war relativ zügig. Oh, jetzt kriegen wir auch einen legendären Drachen. Mal gucken, welchen. Aquarelldrache. Oh, das hört sich ja interessant an. Dann schauen wir doch mal, was für ein Drachen haben. Was das für ein Drache ist. Hier kriegen wir wieder Kugeln. Das ist jetzt Futter, kriegen wir. Oh, das ist immer gut. Futter braucht man immer. Futter ist mir ganz, ganz wichtig. Oh, dann haben wir ja nicht mehr so viel, bis wir zu einer richtig krassen Truhe kommen, nicht wahr? Noch 1, 2, 3, 4, 5. Oh, da sind sogar richtig coole Drachen dabei. Oh, Meerestitan. Oh, Titandrache wäre natürlich optimal. Da muss man mal ganz zügig arbeiten. Genau, jetzt haben wir wieder so eine Puzzleinsel. Da kann man wieder puzzeln und Preise sammeln. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Oder was ich eigentlich noch vorhatte in dieser Folge ist, glaube ich, einen Drachen einen Namen zu geben. Und zwar ist es der hohe positiver Drache aus der letzten Folge, denn der bekommt einen Namen. Ihr habt sehr schöne Namen geschrieben, aber einer hat mir sehr gut gefallen. Und zum einen passt er auch ziemlich gut. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo der ist. Er ist jetzt wieder irgendwo und hat sich verkrümmelt. Schön, das gefällt mir. Welche Elemente hatte der eigentlich? Er müsste eigentlich hier drunter sein. Wollte ich mich gerade sagen. Da ist er doch. Und zwar bekommt er den Namen. Ich schreibe das. Oh. Nicht mal weggetippt. Das ist natürlich doof. Und zwar ist es Chini. Der Chini aus Aladdin. Passt so ein bisschen dazu. Also vom Farbton her und von anderen Sachen passt das eigentlich schon relativ gut zusammen. Und ich glaube, wir werden mit ihnen jetzt auch kämpfen, weil wir nichts anderes mehr haben. Außer hier noch ein bisschen was zeigen und dann war's eigentlich. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwelche Türme aktivieren können. Vielleicht beschleunigen wir ja irgendwas. Und das können wir zum Beispiel beschleunigen. Und das können wir erst in 2 Stunden ab. Okay, dann würde ich glaube ich sagen, kämpfen wir mit ihm. Da muss ich jetzt ganz kurz ablehnen. Was anderes kann ich jetzt ja nicht machen. Ich konnte es leider nur so machen. Weil wenn ich jetzt, ne, dann muss ich das Ganze rausschneiden. Und das kostet, naja, manchmal will es dann nicht. Oh, wir haben einen hohen Drachen. Das ist jetzt
aber guck mal. Und unser hat 2 Sterne und macht jetzt ultra viel Damage. So, wenn wir es die alle weg haben, ist es schon mal viel wert. So, einmal zack. Ich glaube, wir müssen wechseln, weil ich glaube, der. Oh ja, der. Oh. Dann wechseln wir zu den hier und der kann uns jetzt nicht kritisieren. Wir auch nicht, aber das macht ja nichts. Passt ja, das ist ja schon mal ganz gut. Ist hoffentlich. Ich will den aber einsetzen, aber können wir ja nicht. Nee, können wir nicht. Heroische Drachen sind leider. Eigentlich nicht, ne? Aber na gut. Da können wir was jetzt leider nicht einsetzen. Wir können ja jetzt trotzdem mal kämpfen, weil was anderes können wir ja jetzt eh nicht mehr zeigen. Außer kämpfen. Und das war's dann eigentlich, aber. Der macht jetzt ultra viel Damage. Ich kann ihn jetzt auch ultra hochklatschen, aber es funktioniert nicht, weil, ja. Das wird nicht funktionieren, weil. Ja, das ist ultra viel Futter, aber was wir dann alles verbraten und wir brauchen doch eh, wir müssen auch eh die hohen Drachen auch hochklatschen. Also von daher, was ist das? Der Drache sieht irgendwie nach denen aus, den ich gerade gezogen habe. Jetzt kann ich ja gerade nicht nachgucken, was das für einer ist. Ganz doof. Ja gut. Obwohl, das kann man ja eigentlich hier nachgucken. Im Lager. Ja, doch, oh nee, oh, das ist ein ganz anderer. Das ist ein ganz anderer. Ja, gut, dann ist es ein anderer. Okay. Alter, macht unserer viel Damage. Das ist ultra geil. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist unserer richtig viel Damage. Was macht denn eigentlich am meisten Damage? Astroschlag macht am meisten. Ja, gut. Also das, wow. Ja, das kannst du mal ganz schnell knicken, mein Freund. Du willst mich jetzt nicht. Aber die sehen auch fast verdammt ähnlich aus, ne? Aber er ist nicht so 100% gleich. Aber schon. So, können wir jetzt vielleicht mal. Ah, genau, ein Punkt fehlt jetzt, oder wie? Es ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ein Punkt fehlt. Euer Ernst? Ich will den hohen Drachen einsetzen. Wenn ich den jetzt in einen anderen einsetze, wird es ein bisschen schwierig, weil die Gegner immer relativ stark sind und da kann er nicht viel ausrichten. Versteht ihr, was ich meine? Die sind ultra stark, die Gegner. Oh, jetzt, nein, noch. Ich bin ja auch voll dumm. Jetzt ist meiner tot und ich kann ihn nicht mehr einsetzen. Jetzt muss ich warten. Mein Gott, macht der viel Schaden, ey. Jetzt kommt der und macht mich auch fertig, ne? Ja. War ja so klar. Aber der müsste das schon schaffen. Der schafft das locker. Jetzt muss ich. Bitte können wir jetzt. Was können wir denn jetzt machen? Okay, jetzt können wir. Bitte ihn einsetzen. Ach du, what the fuck? Was ist das denn hier? Ein Wirbeldrachen mit. Oh. Okay. Alles klar. Was zum Teufel? Wie viel Leben hat der? Wie viel Leben hat der? Schaut euch das mal an. Ach, meine Maestra. Oh, Gott sei Dank geht's dir gut. Oh, Gott sei Dank. Was ist das denn für einer? Er hat auch dieses Mega-Schild. Na toll, super. Na toll, na toll, na toll. Das interessiert mich jetzt nicht. Kannst du bitte weggehen, Nachricht? Ich sehe nichts. Mann, diese blöden Nachrichten immer. Manchmal muss man hier. Das wird ganz schön eng hier. Das wird ganz schön eng hier. Das wird echt eng. Das. Naja, das funktioniert. Nee, das funktioniert nicht. Ach.
Kacke, wir haben zu schweren Gegner ausgesucht. Und jetzt gehen wir wieder runter, eine Stufe runter und dann müssen wir nochmal von vorne anfangen, ne? Na, Gott sei Dank nicht. Ja, das Blöde ist ja jetzt auch, wenn ich ihn jetzt da einsetze, wo ich meine, dann, ne? Es wird von den Kämpfen her ein bisschen schwierig, weil es, ja. Weil die Drachen sind erstens richtig stark und ich brauche dann eigentlich schon mal meine stärksten Drachen. Also kann ich ihn, ja, nicht so wirklich stärken gerade, weil es funktioniert einfach nicht. Ich meine, wir können ihn jetzt zwar einsetzen, aber das wird ein bisschen schwierig werden. Das kann ich nämlich euch jetzt schon sagen, weil das wird echt schwierig werden. Weil guck mal hier. Ein bestes Team haben wir jetzt eigentlich nicht. Ja, wenn ich brauche... Ich kann es euch jetzt schon sagen. Das wird nicht machbar sein. Mit meinen Drachen wird das nicht machbar sein. Es wird nicht funktionieren, das kann ich euch nämlich jetzt schon sagen. Jetzt haben wir den, der macht uns fertig, das ist klar. Was anderes hätte ich ja nicht erwartet. Der macht uns auch fertig. Doch, der macht uns fertig. Ja, der macht, ja, sag ich ja. Das ist nicht machbar hier. Funktioniert einfach nicht. Ich kann ihn hier nicht einsetzen. Ich habe viel zu viele... Was habe ich gesagt? Das ist einfach... Das tut mir leid. Ist leider nicht machbar. Ich muss, wie gesagt... Ist nicht machbar. Das heißt, ich muss den irgendwie anders stärken. Es ist einfach blöd. Ich weiß, aber... Was willst du denn machen? Und guck mal, er setzt seine Attacke nicht mal ein. Was macht er denn jetzt? Jetzt setzt er die nicht ein, oder wie? Er ist ja jetzt auch ein bisschen komisch. Jetzt können wir nämlich das machen und er kann nichts dagegen machen. Das ist nämlich das Problem, ne? Wenn er halt nicht so stark ist gerade. Er wird zwar stärker, ja, so ist es ja nicht. Aber bei diesen Kämpfen wird das echt schwierig werden, weil... Die Drachen sind so overpowered hier, meine Gegner. Da brauche ich schon echt meine stärksten Drachen hier, sonst komme ich nicht hinterher. Einen Winddrachen brauchen wir auf jeden Fall auch. Ich hole auf jeden Fall auch einen großen Winddrachen. Wenn wieder dieses, wenn die hohen Drachen zu kaufen gibt, also mit im Laden, dann kaufe ich mir den hohen ätherischer Drache auf jeden Fall. Das ist nämlich eine ganz gute Sache. Ich brauche nämlich auf jeden Fall auch einen hohen Drachen mit, gerade wenn jetzt schon ein zweiter heroischer Drache damit rausgekommen ist. Da werden wahrscheinlich noch ein paar mehr rauskommen. Da wird es ein bisschen eng und kritisch und da brauche ich auf jeden Fall auch einen. Und der ist auf jeden Fall auch richtig stark. Also der ätherische Drache ist auf jeden Fall richtig stark, das weiß ich. Weil ich den in einem anderen Account habe und der rettet mir immer das Leben, also deswegen werde ich mir den auf jeden Fall da auch holen. Und dann kann man immer nochmal schauen, welchen Drachen man sich noch kaufen kann. Ich kann mir vielleicht sogar noch einen Drachen, hohen Drachen kaufen, aber da schauen wir vielleicht mal. Genau, ich glaube, das war es allerdings auch, glaube ich, schon von Dragon City, von der Folge. Weil ich kann jetzt mehr nicht machen, außer nur ein bisschen puzzeln und das war's. Hier kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr weiter. Wo können wir zwar schon, ne? Aber mehr können wir hier nicht zeigen. Genau. Ja, also könnt ihr mir, wie gesagt, einen Namen in die Kommentare schreiben für diesen neuen hohen Drachen. Das Video wird auf jeden Fall morgen online kommen. Wird es auf jeden Fall so sein, denn ich werde es heute nicht mehr schaffen können. Es wird aber relativ früh online kommen. Da ich genug Zeit habe, ich hatte gerade sehr viel zu tun zu Hause. Ich hatte trotz Urlaub viel zu tun. Genau, hier sind jetzt nicht großartig, ja, schon ein paar neue Drachen, aber jetzt nicht großartig viel. Und auf jeden Fall, wir können ihn jetzt mal hier gucken. Gehen wir jetzt mal, also auf jeden Fall würde ich mir den... Wo ist er denn jetzt? Da,
Den würde ich mir auf jeden Fall kaufen, wenn es dem, wenn alle Drachen in Angebot sind. Wenn die nur noch für 900 oder so Edelsteine in Angebot sind, würde ich mir den kaufen auf jeden Fall. Wenn erstens, ich finde ihn mega stark, kann ich von meinem anderen Account bezeugen. Der ist absolut mein Lebensretter und der ist mega stark. Und ja, zumal wenn es jetzt zwei hohe Drachen mit diesem Element gibt, bräuchte ich dann glaube ich auch einen. Der ist auf jeden Fall richtig stark. Die anderen sind jetzt nicht als so stark, würde ich mal sagen. Da gibt es schon ein paar. Oder der zum Beispiel, der ist auch richtig stark, auf jeden Fall. Der kommt mit auf jeden Fall hinterher. Der vielleicht sogar auch. Auch vielleicht ein stärkerer Drache. Ja, aber mit den anderen wird es ein bisschen schwierig, ne? Vielleicht den? Obwohl, davon habe ich schon sehr viele Kugeln. Den kann ich mir schon fast so holen. Ne, mal schauen. Aber auf jeden Fall würde ich mir dann einen hohen ätherischer Drachen kaufen, wenn es soweit wäre, wenn die hohen Drachen in Angebot sind. Das dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange. Das ist wahrscheinlich diesen Monat schon. Oktober war es. Oder habe ich es gerade... Ach, das wird sich ja alles herausstellen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das war es auch schon von dieser Folge. Schreibt deinen Namen für diesen neuen hohen Drachen, den ich heute gezeigt, den wir heute gemacht haben. Einen coolen Namen reinschreiben in die Kommentare. Und weitere coole Namen, wenn ihr irgendwelche habt. Und schreibt mir, wie gesagt, immer alles in die Kommentare, ob ihr gegrüßt werden wollt, ob ich euch besuche oder irgendetwas. Genau, das mit dem Video mit den allen Drachen bewerten oder hoch, das wird wahrscheinlich noch etwas länger dauern. Ich habe mich noch nicht richtig hingesetzt, weil ich hatte noch ein paar andere Sachen zu tun. Aber jetzt größtenteils habe ich jetzt soweit alles fertig und ja, dann ist auch mein Urlaub schon fast vorbei, ne? Genau, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dragon City wieder. Das wird nicht allzu lange dauern. Ich denke, wenn diese Drachen fertig sind, ein Hellenrennen wird wahrscheinlich auch bald wieder kommen. Wahrscheinlich im nächsten Monat. Anfang nächsten Monats, also Anfang November, wird wahrscheinlich ein neuer hoher Drache kommen. Da wird auf jeden Fall wie immer ein Video sein, aber bis dahin habe ich echt keine Lust zu warten. Also wir werden schon noch irgendwas anderes finden, was ich euch zeigen kann. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Wir sehen uns. Bis dahin.